Alter, es ist 6 Uhr. Ich glaube, schöner kann ein Tag gar nicht beginnen. Gestern Abend hat es noch gewittert. Deswegen haben wir gesagt, wir schlafen einfach nur 2 Stunden und machen uns schon morgens früh auf den Weg. Das Problem ist, wir haben ein Einzelzimmer und der Felix schläft noch. Ich würde mal sagen, ich packe jetzt erstmal meine Tasche und dann geht's schon los. Alter, nices Wetter, geil. Gardelegen, raus fahren wir jetzt gegen die Morgensonne zum Örtchen Tangermünde. Der Rezeptionist meinte, es ist ein richtig kleines, schönes Dorf, also wollen wir mal schauen. Und es ist wieder Gegenwind, also es freut mich heute super. Leute, der Sonnenschein, der weckt einen so ein bisschen auf, also richtig nice und ich würde sagen, es geht los. Man merkt auf jeden Fall, wir sind alle echt richtig am Ende. Felix hat irgendwie nur, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so geschlafen. Ich konnte ein bisschen länger schlafen. Also man merkt jetzt schon, dass der Körper, sag ich mal, übermäßig sich betätigt tagsüber. Aber ich denke mal, es ist trotzdem kein Problem, dass wir das Ziel heute easy schaffen. Das haben wir immer Glück gehabt. Ich meine, sind wir extra früh raus, und um eben den Regen zu schlagen. Und ich glaube, wir können das echt machen. Ja. Jo. Hallo. Erkennen kann, aber hier geht es eigentlich mega runter und wir haben wirklich wieder nonstop Gegenwind. So unerträglich, Alter. Ich bin gerade so hart gereizt. Das ist doch nicht mehr normal. Jetzt kommt doch noch dazu, dass wir jeder mindestens durch 84 Schnecken durchfahren. Hab hier wieder 3 Leichname auf meinem Board hier. Die fliegen dann auch immer richtig schön ans Bein ran, also die Scheiße. Gestern auch durch ein Pferdeköttel gefahren, also es ist auf jeden Fall... Pflege und Hygiene ist hier auf jeden Fall auf niedrigstes Level gehalten. Leute, das hier ist gerade der Todestrack für Longboardfahrer. Man darf keine von diesen Tannenzapfen berühren, weil sonst ist vorbei. Wisst ihr, Felix ist auch schon gestoppt, ist hier... Wir können leider nicht auf Straße fahren wegen den ganzen LKWs. Shit, jetzt wird's zu schnell. Wenn man über einen Tannenzapfen fährt, ist vorbei. Man muss durch alle durchschlängeln. Aber hier geht's jetzt erstmal nice runter. Shit, falscher Weg. Okay. Ja. Wir sind leider falsch abgebogen, deshalb jetzt wieder ab zurück. Aber das Gute an zurück ist, wir haben keinen Gegenwind. Das Wetter sieht bisher noch echt mega nice aus. Straßen sind zum Kotzen hier wirklich. Also fahren die ganze Zeit auf irgendwelche solchen Schnellstraßen, weil es gibt hier keine Fahrradwege. Weiß nicht, die brauchen halt keine Fahrräder, weiß nicht. Die fahren nur wie an Treckern rum hier. Brumm, brumm, voll in Fahrt. Gangster, Jäger, Überflieger, brumm, brumm, ist am Start. Voll in Fahrt für Brumm. 20 Kilometer sind es noch. Der Ort, wo wir uns gerade befinden, heißt Windberge. Könnt ihr euch ja denken, was ich davon halte. Sind ja schon wieder durch. Jetzt wird es aber mal Zeit für eine kleine Pause. Alter, ich muss so hart was trinken. Ich hoffe, wir haben irgendwas dabei. Puh, Alter, ich brauche so viel Wasser mal jeden Tag. Oh, Leute, endlich. Ich kann nicht mehr, Alter. Es ist so warm draußen, Alter. Oh, shit, mein Board. Ich brauche unbedingt was zu trinken, Alter, oder ich glaube, ich schlafe hier einfach ein, ey. Eigentlich war ja Gewitter gemeldet, aber es sind jetzt so circa 30 Grad oder so. Es ist wirklich kochend heiß. Vor allem hier an der Tankstelle, das ist nochmal 5 Grad wärmer. Ich weiß gar nicht, wie das hier aussieht. Für noch andere Menschen rumlaufen. Erstmal chillen, yes, der Sonnenbank-Flavor. Leute, ich muss sagen, diese Pause hat mir super gut getan. Und irgendwie hier sind wir jetzt gerade in Lüderitz. Hashtag Minidow! So, wir haben ja noch eine Lüderitzer Einwohnerin, die Hildegard. Hallo Hildegard!
So Leute, hier sehen Sie den grünen Salto-Flip von hier auf Straße. 3, 2, 1. Weiter geht's. An dieser Stelle wollte ich nochmal ein sehr großes Dankeschön an den lieben Concept raushauen. Der hat mir nämlich dieses super geile Intro gebaut, was ihr die ganze Zeit hier auf dieser Minitour sehen könnt. Das ist auf jeden Fall richtig nice geworden. Ich feiere nämlich die Sachen von dem sowieso, also checkt dann ruhig mal aus unten in der Beschreibung. Vielen Dank! Ich habe gerade so heftig keinen Bock mehr. Es hört nicht auf mit diesem Gegenwind. Hier ist ja nichts. Hier kann der Wind natürlich auch volle Pulle auf uns draufballern. Ich bin so froh, wenn wir gleich im Hotel sind. Deswegen geben wir jetzt mal Gas und dann sehen wir uns da wieder. Aber die Sonne kommt raus. Juhu. So Leute, wir sind jetzt im Hotelzimmer angekommen. Es wurde renoviert. Also wir haben erst gedacht, das wäre so ein... Okay, die Tapete passt eher so dazu, wie wir gedacht haben, wie es ist. Aber es ist ganz schick eigentlich, ganz normal. Ich würde sagen, wir entledigen uns jetzt unserer Klamotten und dann fahren wir noch kurz los. Und zwar ins... Ins Freibad! Habt ihr gesehen, wir hatten echt noch mega viel Spaß im Freibad. Das Wetter war echt noch perfekt. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie ich so mache mit dem Schneiden und alles. Viele von euch haben mich immer gefragt und fragen auch Dena, wie lange braucht ihr eigentlich immer so zum Schneiden und alles? Also ich habe jetzt zum Beispiel mal hier dieses Fragenvideo aufgemacht und alles klein gemacht und so. Und wie man hier sieht, da ist ganz viel hin und her gewuselt und alles. Selbst diese kleinen Videos dauern schon immer so 3-4 Stunden. Bei den größeren Sachen dauert es dann schon mal so 5 Stunden oder so. Das heißt, wir sind eigentlich immer bis in die Nacht beschäftigt. Also Felix hat gestern eine halbe Stunde geschlafen, weil er bis 6 Uhr geschnitten hat. Es ist auf jeden Fall viel Arbeit. Was ich jetzt aber auch nochmal sagen muss, und da spreche ich wirklich aus dem Herzen, vielen lieben Dank nochmal an die Deutsche Telekom, die uns ja dieses Internet für diese Tour gesponsert hat. Wir haben jetzt überall LTE. Hier im Hotel zum Beispiel gibt es gar kein WLAN und hier diese ganze Region, wir haben so ein paar Fahrradfahrer getroffen, die haben gesagt, hier ist das übelste Loch, hier ist wirklich gar nichts, hier hat man kein Internet. Und wir haben, warte mal, wir haben hier wieder 4G, volle 5 Balken, also wir machen hier, wir können hier YouTube-Videos gucken und alles und die Videos natürlich für euch super schnell hochladen. Hier Leute, ganz easy, Dena's neues Video schauen in Full HD, Alter. Was gibt's für Frühstück bei dir? Ja, hier. Ich werde das Ding jetzt mal schneiden, hier das neue Video von heute, aber dann wird's auf jeden Fall ganz fix für euch hochgeladen. Danke auf jeden Fall dann nochmal an die Telekom. Wir können ja auch selbst unterwegs und so, also mit Boxen fahren und Musik fahren ist wirklich das Allerbeste. Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Es sind nur noch 115 Kilometer bis nach Berlin. Wie schnell geht das? Vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Leute, haut rein. Hashtag Minitour habe ich heute schon geschrieben. Ich weiß, viele wollten es wieder hören. Hashtag Minitour! Also Leute, haut rein. Bis morgen. Ciao!